Heil sein. Puzzleteile für ein gutes Leben. Mit der Therapeutin und Autorin Mechthild Rexnajuch. Vor wenigen Tagen habe ich den Film Mission Joy nochmal gesehen. Er erzählt die Begegnung zwischen Desmond Tutu und dem Dalai Lama. Was ich nicht wusste, ist, dass die beiden eng befreundet waren. Und was mich beeindruckt hat, ist, dass sie diese tiefe Freundschaft in nur 6 Begegnungen in ihrem Leben geschaffen haben. Und ich war hochgradig beeindruckt, wie selbstverständlich die beiden ihren Respekt und ihre Achtsamkeit leben vor der Religion des anderen und vor dem Leben der anderen Person. Der eine ist Buddhist und der andere ist Erzbischof, also eindeutig christlich. Was die beiden auf jeden Fall verbindet, ist, dass sie immer sie selbst sind und dass sie beide einverstanden sind damit, dass das, was ihnen passiert ist, auch eine gute Seite hatte. Und es ist weit entfernt von dieser typisch positiven Toxizität, die heute so üblich ist. Das heißt, jemand erzählt dir was Schlimmes und du sagst, na ja, aber guck mal, es hätte noch schlimmer kommen können. Wo ich dann sagen muss, das ist definitiv eine Information, die für mein Wohlbefinden nicht notwendig ist. Das wirft mich immer wieder auf diese Frage zurück, wie finden wir heraus, wer wir wirklich sind? Und dann kommt der nächste Schritt, wie wollen wir denn sein? Denn jede Erkenntnis, die du über dich selbst gewinnst, bringt dich weiter, weil du erkennst, wie du wirklich bist und dann kannst du an dir arbeiten, um ehrlicher mit dir zu sein. Fakt ist, ich kann aufrichtig sein, das heißt aber nie, dass ich die ganze Wahrheit nutze und sage, weil es gar nicht möglich ist. Wahrheit ist einfach so, wie sie ist und Wahrheit ist unbestechlich. Und dann gibt es noch die 123 anderen Wahrheiten von anderen Menschen. Wo ist der Grad zwischen Miteinander, Freundlichkeit und Aufrichtigkeit und Ehrlichkeit oder Taktlosigkeit? Ich bin total ehrlich zu dir, das Kleid sieht scheiße aus. Das ist zwar ehrlich, aber nützt nicht so viel. So, das heißt, wenn du also dein wahres Selbst entwickelst, dann sei doch mal ehrlich zu dir und aufrichtig und schau dir an, wie du sein würdest, wenn du unsichtbar wärst. Was würdest du dann tun? Würdest du dann anfangen, Leute zu ärgern? Würdest du dann super frech werden? Oder wärst du jemand, der sich total großartig verhält, einfach weil es in unsichtbar noch schöner ist als in sichtbar? Dazwischen gibt es ganz viele Spielarten. Und es gibt natürlich dazu auch viele Untersuchungen. Und herkömmlich kommen Menschen, wenn sie sich unsichtbar fühlen, weil sie selbst eine Maske tragen, immer an ihre Tiefen, also an ihre Untiefen heran. Oder stell dir vor, du wärst der Richter über Moral und alle Gesetze, die es gibt. Was würdest du entscheiden? Würdest du so entscheiden, dass es für alle gut ist, oder würdest du so entscheiden, dass es hauptsächlich für dich gut ist, was sicher menschlich wäre? Und wie kannst du dich in die Richtung bewegen, dass du mehr auch an alle denkst und nicht nur bei dir bist?